Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Wenn die Schmerzen im Knie, in der Hüfte oder der Schulter trotz verschiedener Behandlungen nicht besser werden, kommt häufig das Thema Gelenkersatz auf den Tisch. Es gibt aber Möglichkeiten, mit denen sich dieser letzte Schritt vermeiden oder zumindest hinauszögern lässt. Das Stichwort dazu lautet regenerative Medizin. Und darüber spreche ich heute mit Professor Michael Zimpfer. Er ist Gründer und Leiter des Zentrums für Medizin und Gesundheit in Wien. Herr Professor Zimpfer, viele Menschen, die über einen Gelenkersatz nachdenken, haben ja doch schon einen recht langen Leidensweg hinter sich. Was würden denn aus Ihrer Sicht Verfahren der regenerativen Medizin hier noch ausrichten können? Verehrte Frau Amrein, danke. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Zunächst noch einen halben Gang zurückgeschalten. Ja? Also eine klassische Behandlung war ja immer die Injektion von Cortison, die zwar schön die Schmerzen nimmt, nur für eine begrenzte Zeit, aber einen gravierenden Nachteil hat, dass nämlich der Gelenksknorpel dadurch zusätzlich geschädigt wird. Und es hat sich jetzt in den letzten wenigen Jahren eine faszinierende Technologie ergeben. Damit will ich keinesfalls sagen, dass jeder Gelenksersatz überflüssig ist. Es hängt auch sehr ab vom Menschenalter und von den persönlichen Bedürfnissen. Also ganz grob gesprochen, zu jung oder zu alt ist nicht die optimale Schneise für einen unmittelbaren Ersatz. Aber um es zu bündeln, es haben sich faszinierende Möglichkeiten ergeben, selbst Heilungskräfte des Körpers nutzbar zu machen und sozusagen in die richtige Richtung gezielt einzusetzen. Nun heißt es ja immer, Knorpel kann nicht heilen, kann sich nicht wieder aufbauen. Welche Wirkung haben denn diese Möglichkeiten, die Sie gerade angedeutet haben? Zunächst einmal gibt es aus dem eigenen Blut sehr elegante Möglichkeiten mit relativ geringer Aufbereitungszeit, darunter verstehe ich eine Sitzung, entzündungshemmende Substanzen herzustellen, die mit einem Schlag alle Cortison-Nebenwirkungen eliminieren und weil sie rein vom eigenen Körper sind, natürlich mit einer besonderen Verträglichkeit angenommen werden. Das zweite ist die Entnahme von Knochenmark, aus dem man dann hochkonzentriert Stammzellen herstellen kann. Natürlich heißt das nicht, dass jetzt jeder hochgestätigte Gelenksapparat sofort topfit ist. Aber wir haben hier schon sehr bemerkenswerte Erfolge, dass Leute Spitzensportleistungen vollbringen nach der Therapie. Und was, glaube ich, ein wichtiger Ansatz ist, dass wir gleichzeitig Nervausschaltungen vornehmen, die sofort wirken und Zeit bereitstellen, dass ein Stammzellkonzentrat dann seine Wirkung entfalten kann. Bleiben wir einmal beim Beispiel, dass Sie zum Beispiel bei einer Patientin oder einem Patienten multipotente Stammzellen aus dem Beckenkamm entnehmen und in das Kniegelenk einbringen. Wie schmerzhaft ist das? Und wie muss man sich diesen Vorgang vorstellen? Sind das mehrere Sitzungen und wie lange dauert das? Das ist der große Vorteil jetzt. Erstens machen wir rein anästhesiologisch durch eine Mischung von Schlafnarkose plus Lokalanästhesie den Eingriff komplett schmerzfrei. Zweitens ist nunmehr aufgrund der technischen Entwicklungen, man ist schon viel früher an mich angetreten, dass ich diese Technologie einführe, aber das war nicht in einer Hand möglich mit Verschiebung von körpereigenen Substanzen, das habe ich abgelehnt. Nunmehr sind wir so weit, dass alles in einer Sitzung stattfindet. Das heißt ganz konkret, der Patient bekommt die Entnahme von Knochenmark. Es dauert dann circa eine Viertelstunde, um mit speziellen Zentrifugen die Stammzellen herauszukonzentrieren.
Und dann werden die mit Ultraschallkontrolle in das betroffene Gelenk, also Knie, Hüfte, Sprunggelenk, Schulter injiziert und gleichzeitig eine Ausschaltung von Schmerznerven vorgenommen, sodass die Patienten sofort im gebesserten Zustand nach Hause gehen können. Das heißt also, es ist tatsächlich kein mehrtägiger Klinikaufenthalt notwendig, sondern Sie können das ambulant durchführen. Ja, es werden alle Eingriffe ambulant gemacht. Und welche Voraussetzungen müssen die Patientinnen oder Patienten mitbringen, damit dieser Eingriff möglich ist? Gibt es da zum Beispiel Einschränkungen in Bezug auf ihr Alter oder Vorerkrankungen? Wir schauen in meinem Zentrum immer den ganzen Menschen an. Es kommt ganz selten vor, da würde ich sagen, vielleicht einmal in 2 Jahren, dass Menschen sagen, das geht sie nichts an, ich bin wegen dem und dem hier, dann mache ich vielleicht eine Akutschmerzausschaltung, lehne aber die Behandlung dann ab. Aber wir machen immer im Zuge des Erstgesprächs, muss natürlich die Diagnostik stimmen, die Zusatzuntersuchungen werden veranlasst und alles, was sozusagen internistisch ist, geht im Rahmen des Erstkontaktes, wenn sich ein Patient dazu entscheidet, über die Bühne. Das ist der ganze Blutcheck dabei, EKG, Herzecho, alles, was man braucht, um sicher zu sein, dass man hier keinen Schaden anrichtet. Sie haben ja eben schon die Stilllegung der Nerven angesprochen. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie funktioniert das? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Zunächst gibt es Nerven, die man nicht stilllegen darf. Also der weltbekannte und gefürchtete Ischias-Schmerz. Das ist ein Schmerz von der Nervenwurzel aus dem lumbalen Rückgrat. Den könnten wir in wenigen Minuten komplett stilllegen. Das darf man natürlich nicht, weil der Patient könnte dann nachher nicht mehr gehen. Zusammenfassend haben alle großen Gelenke die Freundlichkeit, dass sie sogenannte sensible Nervenversorgungen haben, die keine Bewegungsaufgabe vollziehen, sondern rein für die Schmerzleitung zuständig sind. Und das ist natürlich unser großartiger Zugriff, weil wir hier die Schmerzen ausschalten können, ohne rein von der Anatomie, von der funktionellen Anatomie her gesehen, die Bewegungsabläufe zu beeinträchtigen. Und wie gelingt Ihnen das? Also wie schalten Sie diese Nerven aus? Betäuben Sie die oder durchtrennen Sie die? Ja, das ist auch sehr wichtig. Zunächst einmal muss man die Nerven, man weiß ja mit anatomischen Landvermessungen, weiß man ja, wo die sind. Nur, das ist zu wenig. Die muss man erst einmal finden. Und hier scheidet alles mit Röntgen etc., auch mit Kernspin oder CT scheidet aus. Die Nerven findet man mit Ultraschall. Es ist eine zusätzliche neue Ära diesbezüglich angebrochen. Man sucht den Nerv mit Ultraschall und kann jetzt prinzipiell den Nerv mit Lokalanästhesie ausschalten, was gut ist, aber viel zu kurz wirkt. Und es gibt jetzt 2 Methoden, um eine langfristige Ausschaltung zu bewerkstelligen. Das ist einerseits die sogenannte Kryoanalgesie, läuft mit Kälte. Man kann sich das so vorstellen, dass wiederum völlig schmerzfrei mit einer Art, so die Dicke ist circa wie eine Häkelnadel oder Bleistiftmine, man direkt zu dem Nerv zugeht. Und dann wird die Spitze dieser Sonde abgekühlt auf minus 78 Grad. Der Nerv wird nicht durchtrennt, aber für lange Zeit immobilisiert. Eine gegenteilige Technik, aber nicht minder effektiv, ist die sogenannte Radiofrequenz oder gekühlte Radiofrequenz. Das ist eine technische Weiterentwicklung, wo dasselbe durch eine Hitzeläsion entsteht. Aber alles kontrolliert und streng lokal. Wie schnell spüren denn die Patientinnen und Patienten hinterher eine Besserung ihrer Beschwerden? Denn gerade dieser Gelenkverschleiß ist ja häufig mit heftigen Schmerzen
verbunden. Viele Patienten sagen schon am nächsten Tag, dass das viel besser jetzt ist. Teilweise auch ohne zusätzlichen Schmerzausschaltung, die wir in diesen Fällen nachholen oder die eben auch nicht notwendig sind. Es kann natürlich sein, dass der Wirkungseintritt verzögert ist. Dann wird die Schmerzausschaltung vertieft und es können dann zusätzliche unterstützende Maßnahmen, zum Beispiel regenerative Stoffe aus der Blutbahn, eingesetzt werden, sodass wir in Summe sehr gute Ansprechzahlen haben. Gibt es Risiken bei diesen Eingriffen oder bei diesen Behandlungsmethoden, die man erwähnen muss? Die österreichische Gesetzeslage, ich bin ja auch Gerichtsgutachter, ist sehr streng. Es gibt keine Wahrscheinlichkeiten, über die man nicht aufklären muss. Das heißt auch, dass man jeden Patienten, also nach Meinung einiger Richter, man muss eben sagen, na, tot können sie auch sein. Das hat mich am Beginn ungeheuer gestört. Aber mittlerweile hilft es auch vielfach, weil das sagen die Patienten selber, na, so schlimm wird es ja nicht gleich sein. Klassische theoretische Risiken sind Blutung, Infektion, nein, theoretisch Nervenschaden. Wir haben das Gott sei Dank noch nicht gehabt. Wie lange lässt sich Ihrer Erfahrung nach dann so ein anstehender Gelenkersatz zum Beispiel, über den jemand nachgedacht hat, mit Hilfe dieser Verfahren herauszögern oder vielleicht sogar verhindern? Da gibt es diese zwei Extremgruppen. Heute kann jeder alte Mensch, der nicht Begleiterkrankungen hat, operiert werden. Das ist jetzt nicht mehr der Ausschlussgrund, aber wir haben natürlich viele ältere Menschen, vielfach sind es Frauen, weil die Männer bedauerlicherweise schon vorher gestorben sind. Die wollen einkaufen gehen, wollen in der Lage sein, mit der Schulter ihr Brustkästchen aufzusperren, wollen Runden mit Freundinnen teilnehmen. Die wollen nicht mehr durch den Park laufen. Da liegt die Latte bedeutend tiefer. Und da gibt es natürlich leicht zu erzielende Langzeiterfolge. Und ganz ehrlich, können solche Patientinnen und Patienten auch an etwas anderem sterben. Und sie haben gar nicht den Gelenksersatz jetzt unmittelbar als doch bedeutenden Boxenstopp. Weil gerade mit der Schulter zum Beispiel, das kann man sich ja nicht so vorstellen, dass man dann am Tag nach der Operation sofort das Jacket hüpft und das dauert ja auch seine Zeit. Das andere sind junge Patienten, dass man sagt, Anfang, Mitte 40, naja, wenn wir jetzt anfangen, da Hüften oder Knie auszutauschen, die halten auch nicht ewig und die Reoperation ist immer eine extra Aufgabe und ich habe etliche Patienten, die haben 3 Hüftoperationen hinter sich. Muss man sagen, war auch die Technik damals, ich habe die Anfänge miterleben dürfen mit einem berühmten Professor hier in Wien. Technik hat sich kolossal entwickelt. Da kann man leicht Äpfel mit Orangen vergleichen. Aber trotzdem, eine Reoperation ist eine Reoperation. Und da will man vielfach die Zeit nach hinten hinausziehen. Und das sage ich Ihnen ehrlich, da weiß ich jetzt gar nicht die abschließenden Daten, weil die Methode gibt es jetzt ein paar Jahre und das ist einfach zu kurz, der Beobachtungszeitraum. Die kommen von Zeit zu Zeit und brauchen vielleicht, wie man hier sagt, einen kleinen Schubser, aber nicht eine neue Stammzellentnahme. Und ab und zu kommt es vor, das ist aber, würde ich sagen, da sind wir in der 5%-Marke, dass man neu anfangen muss mit der Stammzelltechnologie. Und wir träumen davon, dass Stammzellen auch sozusagen gespeichert werden, dass mit einer Knochenmarksentnahme man sich gleich absichert, um etwas angespart zu haben, entweder für dasselbe Gelenk, wenn es einmal notwendig wird, oder vielleicht für eine andere Beschwerde, die noch gar nicht apparent geworden ist.
Gibt es denn eigentlich bei diesen Verfahren der regenerativen Medizin die Möglichkeit, dass die Krankenkassen die Kosten dafür übernehmen, oder ist das noch weitere Zukunftsmusik? Ja, ich kenne hauptsächlich natürlich die Konditionen in Österreich. Und hier ist sowohl von der Grundversicherung als auch von den Zusatzversicherungen überhaupt generell der Schmerzbereich mit der kalten Schulter versehen. Die wollen davon nichts wissen, weil es teilweise schon einen, ich habe Wirtschaftsausbildung auch, stark planwirtschaftliche Züge hat. Da geht es darum, was wird bezahlt für den niedergelassenen Bereich, was wird bezahlt für die Spitäler. Das sind verschiedene Geldbeutel hier. Und es ist ja klar, dass der eine versucht, dem anderen die Kosten zuzuschieben. Da bleiben die Patienten oft in der Mitte über. Gibt es weit aufwendigere Verfahren als die Stammzellen, also zum Beispiel die Implantation von Schmerzschrittmachern, was wir auch machen. Das sind extrem teure Bioaggregate. Na, da geht es dann los. Wie es so heißt hier, da kann das goldene Wiener Herz kennenlernen. Vielen Dank für Ihre Informationen, Herr Professor Zimpfer. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.